Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft. Und der baut sich gerade ein bisschen noch so die Welt auf. Bin hier noch an meinem Aussichtspunkt. Ich gucke noch ein bisschen in die Gegend, weil es einfach schön ist von hier oben. Die Welt ist einfach schön von hier oben. Oh, ich glaube, ich habe wieder Probleme mit der Tastatur. Ja, die reagiert nicht richtig. Na gut, ich gehe erstmal schlafen. Es wird gleich Nacht. Dann gucke ich mal, ob ich meine Tastatur schnell gefixt kriege. Durch einfaches Aus- und Einschalten. Siehst du? Ich drücke und passiert nichts. Und dann würde ich gerne heute, ein paar Kleinigkeiten machen. Nichts Richtiges, einfach so ein bisschen rum. Ein bisschen rum Minecraften. Um es mal so zu sagen. Hab so ein paar Ideen, die würde ich mal ein bisschen ausprobieren, ein bisschen anfangen, ein bisschen weitermachen bei verschiedenen Sachen. So, warte, ich mach mal kurz die Tastatur aus. Das ist was? Nicht, dass ich jetzt euch ausschalte hier, die Cam oder so. Das ist die Tastatur. Wieder. So, schauen wir mal, ob es was gebracht hat. Und zwar, was ich als allererstes gerne... Was war das? Als allererstes gerne mal machen würde. Ich würde gerne gucken, was habe ich denn so alles dabei? Okay, nicht so viel. Das ist nicht so gut. Dann schaue ich doch mal, ob ich... ach ja, genau. Das kann ich vielleicht als allererstes machen. Während ich ein bisschen Dirt mir aus dem System... hole, marschiere ich mal ganz schnell zur Schmiede rüber und hole mir etwas Eisen. Ich glaube, 3 waren es. Ich habe so nebenher ein paar Sachen ausprobiert, ein paar Sachen angeguckt und auch informiert. Das, was ich nicht weggekriegt habe, ist diesen Marker auf dem Atlas. Das hatte ich in der letzten Folge noch. Den habe ich nicht weggekriegt, aber was ich jetzt machen kann, ist hier nämlich mit dem... Von dieser Signpost-Mod gibt es nämlich auch eine Wrench. Dafür brauche ich Eisen. Und mit dieser Signpost-Wrench... mal ganz kurz, habe ich die... Nee, du hattest noch nicht durch. Sonst würde ich nämlich gleich schon den nächsten Stack rausgeholt, aber... So ist es noch nicht durch. So, pass auf. Mit dieser Wrench kann ich nämlich einfach hier rechts klicken und da kann ich einfach das Schild verstellen. Es gibt auch noch eine, mit der kann ich irgendwie draufklicken und dann so tatsächlich den Winkel angeben, aber das braucht es ja gar nicht. Ich hätte einfach nur gerne, dass es so einigermaßen in die richtige Richtung zeigt. Dafür hole ich mal meinen Atlas im Regal. Atlas aus dem Regal. Und schau mal in meinen Atlas, dass ich so ungefähr die richtige... Also ich vermute, dass das schon gar nicht so schlecht ist, so von der... vom Winkel her. Ein bisschen südlich, also eher so da. Ja, so, guck mal. So müssen wir ungefähr gucken. Da müsste das Schild hin zeigen. Dann wäre es richtig. Das heißt, ich muss jetzt nochmal einmal rum. Das tut mir leid. So ungefähr, ein bisschen. Schau mal einfach mal auf dem Atlas, wenn ich in die gleiche Richtung gucke wie das Schild. Ach fuck, jetzt habe ich das Schild geklickt. Na gut, dann können wir das erstmal das hier machen. Das ist ja auch nicht schlecht. Weil Heimat ist ja mal völlig falsch. Das ist ja so ungefähr da dann. Ungefähr da. Also wenn ich jetzt mal so in die Richtung gucke. Ja, das ist noch zu hoch. Das ist definitiv noch zu hoch. Ich würde so sagen. Also wenn wir so in die Richtung gucken, wo das Schild guckt. Das ist ungefähr da. Dann... Weil... Ja, das passt. Das passt schon. Ne. So. Und hier gucken wir auch noch gerade nochmal. Kurz hinein. Also so in die Richtung ungefähr. Das ist auch noch ein bisschen zu weit südlich. Das heißt, wir müssen nochmal ein ganz kleines bisschen so... Ja, das passt. Komm. Das passt. Das passt. Muss jetzt auch nicht allzu perfekt sein. Nur, dass es halt einigermaßen realistisch ist, ne? So, Atlas tun wir dahin. Weißt du was, die Wrench packe ich auch gerade dazu. Hier passt der irgendwie. So, jetzt müsste das... Die Erde müsste schon da sein. Zumindest der erste Stack. Das ist sehr gut. Dann holen wir mal einen nächsten Stack. Denn ich werde jetzt mal die Schlucht zubauen da vorne. Damit ich da ein bisschen weiterbauen kann mit meinem Generator und so. Da kommt ja dann noch... Kommt ja dann noch Zeug hin. Was ist das eigentlich hier immer? Die gelben Flecken.
irgendwas reflektiert oder so? Keine Ahnung. So, wir haben ja hier noch den Eingang, den lassen wir natürlich auch. Hier ist noch der Höhleneingang. Was ich mir auch gedacht habe mit diesen Schildern, man könnte auch wunderbar so einfach Wegweiser machen, ohne Teleportation. Dass man einfach sagt so, hier, Höhle, da ist noch Gold drin oder sowas. Weißt du, einfach so. Oder mal in der Höhle ist vielleicht auch verschiedene Richtungen markieren, dass man sagt, okay, da geht's lang, da ist noch, Achtung, Achtung, Spawner, oder da ist noch viel Zeug, oder irgendwie so halt. Also hoffe, ihr versteht, was ich meine. Das war jetzt nicht so super erklärt. Aber ich bin hier auch nicht zum Erklären, ich bin hier zum Bauen. Und das kann ich hoffentlich ein bisschen besser als erklären. So, pass mal auf, dann machen wir das hier. Ach, geh mal weg hier. So, und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier nicht runterfallen. Das wäre ziemlich ärgerlich. Weißt du, was ich gerade mache? Müsste ich doch meine Schuhe, genau, meine Slime Boots habe ich doch. Dann ziehe ich die doch gerade mal an. Dann fühle ich mich ein bisschen sicherer. In der Zwischenzeit können wir mal gucken, okay. Hier ist nochmal ein Stack Erde, dann holen wir nochmal einen. Ich schätze mal drei. Ja, ach, ich weiß nicht, wie viel reichen, aber. Zurückgetan ist ja schnell, von daher. So, wir basteln also die Schlucht zu, damit wir hier weiter bauen können, damit wir ein bisschen Bauland dazu gewinnen. Waren so ein bisschen wie die Holländer. Ne? Landgewinnung. Kennst du. Und was ich auch mir angeguckt habe, was ich auf jeden Fall benutzen möchte, ich weiß aber noch nicht genau in welcher Form und wie ich das mache und vor allem habe ich auch noch nicht die nötigen Ressourcen dazu. Ich hätte gerne, würde gerne meine Wege aus Zement machen, aus Concrete. Hab das mal so ein bisschen rumprobiert, habe ich noch nie benutzt, ist ja direkt von Minecraft, ist nicht mal eine Mod. Aber man muss sich da wohl irgendwie so erst Zementpulver halt herstellen und muss das dann mit Wasser mischen. Und das ist nicht ganz so einfach herzustellen wie, keine Ahnung, Stein oder so. Deswegen, ja, weiß nicht was weswegen. Was ich eigentlich sagen wollte ist, ja, der Vorteil von Zement ist halt, dass man da schneller drauf läuft als auf normalen Boden, also auf Stein oder Dreck oder so. Und das finde ich halt super für die Wege, da bist du echt schneller unterwegs. Ja. Aber hier sind auch noch so diese Gärten, ne? Die müsste ich eigentlich auch mal wegmachen. Warte mal, wie war das mit Dings und Dings? Mache ich den Garten weg, ja. Also aufbrechen quasi möchte ich ihn nicht, weil dann kriege ich ja die ganzen Obst- und Gemüsesorten wieder raus. Und dann habe ich wieder Taschen gleich voll. Aber wenn man die nicht wegmacht, dann vermehren die sich wie Unkraut. Obwohl es kein Unkraut ist, sondern wertvolles Zeug. Was ist ein rotes da unten? Ach, das sind Pilze. Das war falsch. Genau, wie gesagt, also das Zement muss man dann eben aus, ja, aus Wasser und Zementpulver machen. Muss man sich das mischen. Man kann das, ja, gibt es da verschiedene Möglichkeiten, wie man das dann mit dem Wasser mischt. Ist, wie gesagt, nicht ganz so einfach. Deswegen, vermutlich deswegen hatte ich auch noch nie das benutzt. Weil ich es auch erst jetzt verstanden habe, wie es funktioniert. Genau. So, jetzt machen wir erstmal die Schlucht zu. Immer wenn ich einen Stack verbraucht habe, hole ich mir einfach einen neuen. Das ist doch eine ganz gute Methode, denke ich mal. Dachte ich jetzt einfach so. So, dann haben wir da unten natürlich kein Tageslicht mehr. Das wird ein paar Monster spawnen, nehme ich an. Es ist ja nicht alles ausgeleuchtet. Längst nicht alles ausgeleuchtet, weil, naja gut, meistens Tageslicht reinfällt. Das müssen wir dann wahrscheinlich nochmal ein bisschen nachholen. Sonst gehen wir da jedes Mal runter und kriegen gleich auf die Fresse. Das wollen wir auch nicht. Und da unten ist vor allem auch noch Kies, was man für Zement braucht zum Beispiel. Das würde ich mir dann auch bald mal holen wollen. Deswegen wäre es ganz gut, wenn wir das, wie gesagt, mal ausleuchten. Demnächst. Wie gesagt, alles demnächst. Heute mal so ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen gemütlich
hier die Schlucht zu bauen. Und was ich vielleicht auch noch machen wollen würde, ist mein Keller da. Da habe ich ja auch noch die andere Schlucht entdeckt. Und da muss ich ja irgendwie auch noch drüber. Das würde ich vielleicht heute auch mal zumindest Gesundheit. zumindest angehen, anfangen, weil das wird auch ein bisschen weiter vor, weiterkommen. Dass es da vorwärts geht, wollte ich eigentlich sagen. Wir werden wahrscheinlich uns noch ein bisschen ärgern, dass wir das jetzt so zubauen. Also mit nur einer Schicht Erde, irgendwann wird uns das nochmal nerven, das weiß ich jetzt schon. Aber ich mache es jetzt erstmal so, damit wir überhaupt hier weitermachen können. Bei chilliger Gitarrenmusik. So, wie kommen wir jetzt da hoch? Da müssten wir eigentlich jetzt so auf der Höhe hier weiterbauen erstmal. Oh, es wird auch gleich dunkel. Da müssen wir natürlich erstmal schlafen gehen. Habe ich eigentlich noch ein Bett hier stehen? Kann sein, dass ich jetzt mindestens zur Schmiede muss. Ja, Schweini ist gut. Ich sehe, dass es dunkel wird. Ich mach gleich Feierabend. Keine Angst. Keine Angst. So, mal ganz kurz gucken. Hier habe ich kein Bett. Hier habe ich auch kein Bett. Wo habe ich denn mein Bett hingepackt? Genau, und wie gesagt, also Zement dann für die Wege und für die Fabrik müsste ich mir nochmal überlegen, was ich da als. Nee, doch, hier steht's noch. Hier steht's noch. Dann nehme ich es aber gleich mal mit. Das brauchen wir jetzt hier nicht mehr so oft. Ja, für die Fabrik muss ich mir dann auch noch überlegen, was ich als Boden benutze. Ich muss das auch nochmal neu machen hier mit den Maschinen. Ich finde das doof, dass die jetzt in die Richtung gucken. Die sollen in die Mitte gucken. Das hier passt, glaube ich. Das ist ja die Vorderseite. Der Dieselgenerator ist ein bisschen egal. Der kann ruhig so stehen bleiben, aber die beiden anderen Maschinen würde ich gerne um 90 Grad drehen. Guck mal, hier ist auch noch. Hier fehlt auch noch Erde. Hier kann man auch nochmal. Gut, hier kommt dann eh Zement in der Weg, aber das wird noch ein bisschen dauern. Das wird noch ein bisschen dauern. Machen wir erstmal schön überall alles Erde. Dann sieht es irgendwie nach Rohbau aus. Das ist besser, als wenn hier diese Gesteinsbrocken überall durchgucken. Das sieht ja noch rohbauiger aus. Du verstehst, was ich meine. Nö, wahrscheinlich nicht. Ist aber auch egal. Ist jetzt nicht so wichtig. So, warte mal. Habe ich, glaube ich, vergessen, den nächsten Stack zu holen. Jetzt muss ich erstmal die 38 verbrauchen und dann muss ich den nächsten schon wieder holen. So, bisschen Fleißarbeit heute. Kann ja nicht immer nur, ne? Was habe ich denn da? Achso, die. Ja, warte mal, die Gärten kann ich doch eigentlich auch direkt hier wegpacken. Genau. Gut, während das noch rausgefischt wird, kann ich ja hier mal mit der Spitzhacke nochmal durchgehen und kann nochmal die restlichen Sachen hier rausholen. Damit das hier wenigstens mal ein bisschen einheitlich aussieht. Ja, wie gesagt, Fabrik. Fabrik weiß ich noch nicht, was ich damit mache. Bodenmäßig. Ich hatte auch Zement favorisiert. Ich weiß noch nicht, ob ich in der Fabrik selbst schnell sein möchte. Ob das nicht ein bisschen komischen Effekt gibt, wenn man so vor den Maschinen steht. Und auf der anderen Seite wird es echt gut. So ein einfacher grauer Zementboden. Ach so, man kann übrigens verschiedene Farben machen. Das kann ich gleich mal zeigen. Da gibt es jede Menge Farben. Da habe ich mich jetzt auch noch nicht entschieden, was ich für die Wege nutzen möchte. Aber vielleicht mache ich das so, dass ich für die Wege irgendwas Ausgefalleneres nehme und für die Fabrik dann tatsächlich irgendwie einfach so einen grauen Erdboden. Vielleicht mache ich das so. Mal gucken. Ach so, und wegen dem Atlas, wegen dem Bug, den ich dann noch hatte, beziehungsweise, ja, ist es ein Bug? Ja, doch, eigentlich ist es ein Bug, dass ich die zwei Marker im Atlas hatte, obwohl ich da nur ein Schild gesetzt hatte.
und beziehungsweise den zweiten auch nicht mehr rausbekomme, den ich ja inzwischen eigentlich gelöscht hatte. Da habe ich mal geguckt, das hat irgendjemand, glaube ich, auch gemeldet und man soll da mal ein Update machen. Also da würde ich einfach mal demnächst irgendwann die Mod updaten und gucken, ob es dann weg ist. Jo. Genau, das kann ich ja vielleicht gerade mal zeigen hier. Während ich auf meinen Schmutz warte. Concrete. Also hier, vielleicht kann man auch noch Powder. Das sind dieselben Farben, wie gesagt. Das ist das mit Wasser gemischt. Und hier sind halt die Powder. Also war ganz weiß, ganz normal weiß. Dann gibt es hier halt so verschiedene Grautöne. Da dachte ich, vielleicht ist hellgrauer als Fabrikboden wäre schon ganz nice. Ich finde auch theoretisch die Steine nicht verkehrt, aber ich mag die Steine nicht. Also von der Farbe her finde ich die nicht verkehrt. Aber ich mag die Steine einfach nicht. Das sieht einfach so aus wie nicht gebaut, finde ich immer. Deswegen, ja, vielleicht einfach diesen hellgrauen Boden. Der ist dann wirklich sehr glatt. Da gibt es dann, ja, kaum noch Dings. Man kann es allerdings auch chiseln. Kann man noch mal ein bisschen irgendwie Formen reinbringen. Und ich dachte für den Weg vielleicht entweder was, ja, was Orangenes, so Terrakotta irgendwie so, weißt du, so ein bisschen südländisch, Finca-mäßig, dachte ich eventuell. Aber ich habe mich noch nicht entschieden. Ich habe mich noch nicht entschieden. Müssen wir noch mal gucken. So, den einen Stein muss ich jetzt aber auch rausholen, weißt du? Das geht ja gar nicht. So, da hinten, das lassen wir erstmal, dann bauen wir hier noch zu. Das Eisen holen wir natürlich raus. Verschwenderisch sind wir ja nicht. So dick haben wir es auch nicht. Obwohl Eisen haben wir echt so viel. Ein bisschen Erde klatschen. Das muss sein. Das ist Minecraft. Warte. Kann ich eigentlich nochmal draufklicken, wenn er das schon rausholt? Würde jetzt nochmal ein 64er Stack raus, wenn er fertig ist? Ich hoffe, das wäre gut. So, hallo Eisen. Hallo Eisen. Hallo Eisen. Tschüss Eisen. So, jetzt machen wir hier gerade mit Erde voll. Egal. Dann haben wir schon mal den Bereich. Guck mal da hinten. Das nächste Mal weitermachen. Jetzt machen wir erstmal das, was wir eigentlich machen wollten, nämlich die Schlucht zu. Hier müssen wir vielleicht mal auf die Höhe gehen. Bisschen blöd, ne? Das ist ein bisschen blöd hier. Okay, er hat das wohl registriert als Klick. Das ist gut. Dann holt er jetzt einfach so viel raus, wie geht. Das ist ein bisschen blöd mit dem. Naja, egal, das kriegen wir schon hin. So, dann haben wir das. Dann haben wir das. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir es hier machen. Dann müssen wir eigentlich hier unten. Welcher Höhe machen wir das denn? Also hier müssten wir eigentlich schon so machen, sonst ist die. Haben wir hier so einen Zweierabsatz drin, das will ich nicht. Deswegen machen wir das so. Ja, dann lass uns das auf der Höhe rüber machen. Das müsste ja eigentlich gehen. Perfekt. Wunderbar. Nee. Ah, es ist runtergefallen. Ah, nein, der eine Erdklumpen. Der eine Erdklumpen. Wegen dem verarme ich jetzt hier. Apropos verarme, ich müsste mal was essen, ne? So, ich glaube, dann können wir aber auch aufhören mit Erde aus dem System holen. Das würde dann wahrscheinlich reichen. Müssen wir gleich mal durch die über die Treppe, Treppe, über die Leiter hier runtergehen in die Höhle. Mal gucken, wie das jetzt aussieht. Von unten. Jo, zum Glück habe ich meine Schuhe an. Oder wir gehen nicht über die Leiter, sondern einfach so. Das war Absicht. Ah ja, guck mal hier.
Okay, es ist sehr dunkel da unten. Es ist sehr dunkel da unten. Da brauche ich eigentlich gar nicht mehr gucken. Das ist einfach sehr, sehr dunkel. Einfach dunkel. Dunkel, Komma, sehr. Komme ich da hin? Ah ja, gerade so. Gerade so. So, jetzt hole ich mal nichts mehr. Das müsste eigentlich reichen jetzt hier. So, da haben wir noch ein. So, super, dann haben wir alles zu. Die Fackeln nehme ich dann auch wieder mit. Die haben ja den Eingang markiert. Hier hatte ich meine Treppe nach unten, meine Kellertreppe sozusagen. Dann brauchen wir die auch nicht mehr. Weißt du, was wir auch nicht mehr brauchen? Sind diese Kisten hier. Da war ja unsere Maschinchen drin. Die müssten eigentlich alle leer sein. Können wir die alle abbauen. Und dann haben wir hier ein bisschen aufgeräumt wieder. Dann sieht das mal ein bisschen nach Minecraft-Welt aus hier und nicht nach Saustall. Entschuldigung, war nicht so gemeint. So, komm. Wo wir gerade dabei sind, machen wir hier auch noch schnell die paar Steinchen hier weg. Dann haben wir das auch. Dann ist nur noch so ein bisschen. Ah, guck mal, so viel ist das auch nicht mehr. Vielleicht machen wir das doch noch schnell. Und diese Spitzhacke repariert sich ziemlich schnell, gell? Obwohl das eigentlich nur Eisen ist. Und ich glaube, das ist sogar noch Knochen. Ich weiß gar nicht, warum. Die hat, glaube ich, jetzt viel XP gespeichert. Irgendwie mit dem Mending-Moss, das funktioniert ja irgendwie mit gespeicherten XP. Da scheint die einiges drin zu haben. Und die ist schnell. Schon fast meine Lieblingsspitzhacke. Aber lass das die anderen Spitzhacken nicht hören. So, warte mal ganz kurz. Habe ich jetzt noch... ja, okay, das dürfte reichen an Erde. Ja, das dürfte reichen. Wenn nicht, habe ich Pech gehabt. Dann lasse ich es jetzt so. Ist ja schon hier die Überstunde sozusagen, die Bonusrunde. So, dann mal ganz schnell das Bettchen nehmen. Mal ganz schnell hier eine Runde Schläfchen machen. Ein rundes Schläfchen machen. Das reicht nicht, ne? Habe ich so großkotzig eben gesagt, ja, das reicht, Dicke, es reicht nicht. Na, hier haben wir noch 22. Ja, komm, trotzdem, ein Stack. Brauchen wir eh ein bisschen was in der Tasche. Sonst, haben wir nichts in der Tasche. True Story. Na, es hätte nicht gereicht. Warte mal ganz kurz, dann haben wir hier nochmal ein bisschen was. Cobblestone kann ich auch nochmal wegpacken. Den Underset, die Kisten und die Schilder kann ich auch gerade mal wegpacken. Jupp. Warte mal ganz kurz was essen. Ich würde jetzt gerade mal das Rainbow Curry essen. Das macht mich gerade so nicht satt, kann das sein? Egal, komm, das reicht. Wir müssen uns nicht immer den Magen vollschlagen hier. Gut, wunderbar, dann haben wir das. Doch mehr gemacht, als ich wollte. Guck mal, hier ist auch noch Kies. Muss ich mir merken. Für wenn ich meine Zementaktion starte. So, findest du gut? Ich hab ein bisschen Weideland gebaut. Findest du gut? Ja?
Danke. So, hier ist die Höhle noch, ne? Da sind wir auch noch nicht durch, glaube ich. So, mal ganz kurz nochmal schauen hier. Okay, es ist einfach verdammt dunkel jetzt, ja. Cool. Mir zu dunkel, habe ich Angst. So, und dann will ich nochmal ganz schnell schauen. Bevor ich die Folge beende, auch schon wieder. Factory Block Rusty Plate. Habe ich davon noch welche da? Factory Block. Rusty Plate. 110. Immerhin. Da hole ich nochmal welche aus dem System raus. Sehr gut. Kann ich auch gerade mal ganz kurz hier. Wie schaut es hier aus mit der Schmelze? Das ist an. Das ist ein Barren. Da ist nichts drin. Dann tun wir das Eisen rein und machen es wieder an. Sehr gut. Und dann lass uns doch mal ganz kurz schauen, ob wir das da unten noch mit dem Kellergeschoss und den Rusty Plates gewuppt kriegen. Hier ist hoffentlich nichts gespawnt, aber eigentlich dürfte hier auch nichts spawnen. Nee, okay, gut. So, dann nehme ich mal mein Schäufelchen und mache hier mal eine Reihe weg. Vielleicht erstmal nur so auf der Höhe. Meine Schuhe habe ich noch an, sehr gut. Dann, da warte ich gerade nochmal, bis die hier noch raus sind, sehr gut. Und dann nehme ich mal die letzten 46, das wird eh nicht reichen, aber nur, dass wir schon mal sehen, wie es aussehen wird. Ich hoffe, hier ist kein Skelett, was mich hasst. So, das war's schon. Das ist gar nicht so weit, ne? Ah, die Herrschaften. Das müsste ich eigentlich da hinten mal gucken, wie weit ich eigentlich muss. Müsste ich eigentlich mal schauen, wie weit ich muss. Was ich auch nochmal gucken kann, ist, ob ich noch von dem geschüsselten Cobblestone habe. Das war ja das hier. Das würde ich dann auch wieder als Wand verwenden. Nicht mehr ganz so viel. Dann hole ich mir mal normales raus und ein Schüssel müsste ich ja noch dabei haben. So, dann gehen wir mal ganz kurz hier durch. Da müsst ihr irgendwann auch mal die Höhle kommen. Es wird einfach nur dunkel, aber es kommt keine Höhle. Kann es sein? Doch. Muss ich mich veräppeln? Also, das muss doch schon längst. Oder? Müsste doch schon längst in der Höhle rausgekommen sein. Das ist übrigens Strip Mining, was ich hier mache. Bin ich da vielleicht schon vorbei wieder? Lass mich mal so in der Hälfte nochmal durchgraben. So hier vielleicht. Also jetzt werde ich langsam irgendwie ein bisschen ungläubig. Ah ja. Okay, wir sind wirklich schon auf der anderen Seite. Ach, krass. Da hinten sind die Factory-Blöcke. Ja, ich sehe es. Ah ja, okay. Alles klar. Na, beziehungsweise kann ich ja gleich hier machen.
Dann weiß ich auch, wie weit. Nimmst weiter als. Nee, weil die so eine. Ja, okay, die macht so eine Biege. Haha, die macht die Biege. Die macht so eine Biegung. Deswegen, deswegen. Gut, was ich dann hier machen kann, ist natürlich, den Cobblestone nehmen und gerade mal, warte mal, hier ist dann auch noch Cobblestone 64, das würde ich gerne als Wand benutzen, das heißt, machen das jetzt einfach mal so. So, dass es gerade so reicht, ne? Also kein doppelter Boden hier oder so, also kein, weiß schon, was ich meine. Einfach nur so, dass es zu ist. Keine Kühe, nur die Pflicht. So, und dann haben wir hier nämlich schon die Schlucht gebaut. Quasi. Und da hinten noch ein bisschen. Ich weiß noch nicht, wie weit ich jetzt hier tatsächlich. Oh, Eisen. Komm ich da drach, komm. Ja gut, das müsste schon da sein, ne? Müsste schon einmal zubauen hier. Wahrscheinlich. Nehme ich jetzt mal an. Bis zu der Wand irgendwo. Ja, ja, das wird schon so sein. Da reichen die Factory-Blöcke nicht mehr. Na ja, gut, dann mache ich jetzt noch. Mache ich jetzt hier noch so viel, wie ich habe. Und dann. Eh schon wieder über die halbe Stunde drüber. Halbe Stunde in Minecraft ist echt nichts. Einfach echt nichts. So, 7 Stück noch. 3. Und noch 1. Zack. Und mal Fäckelchen hin. Lassen wir das hier gerade noch offen. Da können wir schon mal reingucken. Ab und zu. Sieht ja schon faszinierend aus. Ja gut. Okay. Oh, da habe ich die Fackel geworfen. Dann haben wir das auch. Wunderbar. Dann müsste ich jetzt hier eigentlich, wenn ich jetzt hier durchgehe... Nee, mache ich jetzt nicht. Nee, komm, das mache ich jetzt nicht. Huch. Ich bin fast in die falsche Richtung gelaufen. Ich bin runtergefallen und tot und... Ah. Obwohl, ich habe ja meine Schuhe an. Sterb ja gar nicht. So, es wird auch wieder Nacht. Dann gehen wir nochmal nach Hause, beenden die Folge und dann haben wir wieder was geschafft. Warum wächst diese Birke hier nicht? Weil sie zu nah an dem Ding. Ich habe ein bisschen Platz gemacht. Vielleicht braucht sie ein bisschen Platz. Ansonsten, gut, pass mal auf, dann packen wir das wieder rein. Was haben wir denn jetzt hier alles gesammelt? Die Cobblestones. Ja, komm, komm auf. Aber wir sind ja gar nicht gebraucht. Ich hatte noch 11 Factory-Blöcke. Ah. Okay, komm, die machen wir noch schnell schlafen. Bett habe ich ja dabei. Die machen wir noch ganz schnell. Die 11 Stück, vielleicht reicht es ja schon. Ja, immer eine Kleinigkeit, immer noch ein bisschen. Und hier noch, und da, und da. Hä? Achso. So, dann gucken wir mal, ob wir hier dann... gefahrlos durchkommen können wir nicht. Wie viel habe ich jetzt noch? 3, ja. Dann passt das gerade so. Okay. Machen wir gerade so. Machen wir zu. Okay, egal. Passt. Wurscht. Es dauert eh noch, bis wir hier durch sind. Mit allem. Vor allem mit Bauen. Dann... bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.